An einem dezent warmen Sonntagnachmittag heiße ich euch herzlich willkommen zurück hier zu Yoshi's Woolly World. Draußen ist die 30 Grad Marke aber schon längst geknackt. Hier drin schwitzt man sich wirklich zu Tode, da läuft einem alles runter. Und dennoch werde ich mich hier besinnen, noch etwas aufzunehmen. Eben dafür, damit ich die nächsten Tage etwas zum Uploaden habe. Denn ich war die letzten beiden Wochen sehr faul mit dem Aufnehmen. Heißt also, jetzt muss ich ein bisschen was mal ranklotzen. Genau, wir waren bei Level 2.8 angekommen. Das heißt, es wird nicht gerade schön werden. Denn die Boss-Level sind, wie gewohnt, wahrscheinlich wohl sehr, sehr schwierig. Wurstels Schloss. Mal eben kurz über die Stirn wischen. Meine Güte. Okay. Ich habe ja mal gelesen, dass der Trickanstecker hier, du kannst nicht in Abgründe stürzen, dass der auch ganz cool sein sollte. Insofern probieren wir den mal aus. Ich hoffe, dass wir den auch brauchen, dass wir einige Abgründe haben, die wir überspringen können oder könnten oder wie auch immer. Wir haben jetzt ja eh einen Gratis-Anstecker benutzen dürfen, also alles kostenlos. So muss das sein. Okay, Freunde, es geht los. Puh, okay. Ich hoffe mal, dass die Leitern hier kleine Yoshis abkönnen. Und das scheint auch so zu sein. Erstmal hier ein paar Eier sichern. Ganz wichtig. Und wir haben schon ein erstes Geheimnis hier. Schwupps. Ach, ein paar Juwelen. Das ist in Ordnung. Nehmen wir sie mit. Ich hoffe, dass die nächsten Abschnitte ähnlich leicht werden wie der hier. So, was haben wir hier? Ein schönes weitere... Oh ja, weitere Juwelen. Und natürlich werden sich hier die ganzen Plattformen absenken. Wir müssen uns also sehr gut beeilen und ein gutes Timing hier aufweisen, damit wir nicht gegrillt werden. Ich glaube, hier wäre auch eigentlich sogar scheiße. Unser Anti... Wow. Boah, Glück gehabt. Unser Anti... Die Anti-Feuer... Anstecker, die wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Natürlich habe ich mich für den falschen entschieden. Aber man konnte ja auch nicht wissen, dass es hier sehr feurig wird. So. Was machen wir denn da jetzt mal? Boah. Gut. Wir gehen mal jetzt hier in den Raum, in der Hoffnung, dass wir da einen Schlüssel finden, den wir da hinten ja auch brauchen. Ein Save Point. Da kommt wieder mal Freude auf. Bei meiner Wenigkeit. Wow. Da habe ich gerade mal nicht auf die Flammen aufgepasst, leider. Ging aber gerade noch mal so gut. So, wie hoch geht's hier? Nicht sehr hoch. Hua. Oh, hier unten. Dann müssen wir nochmal ganz schnell einen Wollaturm retten. Vor dem sicheren Tod. So. Hua. Ich fahr nochmal kurz ab. Okay, hier scheinen die Plattformen nur runterzukommen. Oder auch nicht. Hua. Okay. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen Harakiri-mäßig hier unterwegs. Es ist... nicht so ganz ohne. Aber gut, auch das Gebiet haben wir hier geschafft. Von einem Schlüssel jedoch bisher noch keine Spur. Noch ein Save Point? Okay. Ich muss sagen, die meint es echt gut mit uns. Die Entwickler wissen wohl auch, dass das Level hier, aua, ziemlich schwierig werden wird oder ist oder wie auch immer. Hua! Schon wieder getroffen. Na, und schon wieder. Jetzt sind wir gleich tot. Ah, wie doof. Man sieht immer kaum, von woher die Flammen kommen. Ja, es ist gemein. Das hier ist echt nicht ohne. Ich sagte ja schon mal, schon mehrfach, dass die Schwierigkeit hier gar nicht mal zu unterschätzen ist. Aber hier ist schon die Boss-Tür. Hier scheint schon die Boss-Tür zu sein. Toll.
Aber wir hatten auch noch einen Schlüssel und so weiter. Hä? Den wir hätten finden müssen für die eine Tür da hinten. Aber egal. Wir gehen mal einfach zum Boss. Ging doch fixer als gedacht. Ohne größere Rätsel. So. Wen werden wir hier vorfinden? Kamek natürlich. Und so ein Wurstel wahrscheinlich. Du brennst wohl auf eine Abreibung, was? Genau für diesen Zweck habe ich hier mit heißer Nadel etwas gestrickt. Ich hasse Kamek einfach nur. Ein Riesenwuffi. Wo ist unser Wuffel? Dessen Name mir entfallen ist. Schnuffel. Hua. Wow. Hua. So, okay, wir springen. Einfach immer. Hua. Oh, scheiße. Sind wir gleich tot, ne? Sind wir gleich tot wahrscheinlich. Wir hängen hier schon fest. Können wir auf ihn raufspringen? Nö, wir sind tot. Also ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht diese Flammen schlucken müssen und dann auf ihn selbst schleudern oder so, aber ob es das so bringt, dann letzten Endes weiß ich auch nicht genau. Hua. Weil ich denke mal, Feuerkreaturen sind mit Feuer in der Regel dann wohl auch nicht zu besiegen. Hm. Oh, aufpassen, aufpassen. Ua. Oh, Glück gehabt. Wieder mal Glück im Unglück. Jetzt nochmal hier diese schwierige Stelle am besten überstehen, ohne getroffen zu werden. Hua. Oh, wow, oh, wow, oh, oh, nein, das war natürlich wieder gar nichts hier. Okay, aber immerhin können wir hier wieder ein paar Herzen uns sichern. Ich hoffe, ich habe gerade nicht so doll ins Mikro geschrien. Okay. Versuch Nummer 2. Wir sind es ja schon gewohnt, hier gegen einige Bässe zu verkacken. So, okay, wir wissen Bescheid. Dann geht's mal los. So, spuck los. Wir wissen, wie der Hase hier läuft. Okay, wir können also in der Tat das Feuer verspeisen, aber... Oh Mann, ich bin immer zu doof und renne in die falsche Richtung, ey. Ja, jetzt bin ich unter seinem Bauch oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? Wir sind festgebackt. Okay, ich versuch mal einfach mit ein paar Eiern abzuschießen. Okay. Haben wir ihn jetzt getroffen? Hat er sich selbst? Oh. Moment, ich will... Boah. Ich wollte ihn doch gerade hier treffen. Haben wir auch geschafft, aber wir können nur noch ein einziges Mal getroffen werden, bis wir down sind. Ich glaube, hier wäre echt so ein Feueranstecker sehr hilfreich. Mann, ey. Doch, wir haben es verpasst. Diesen Stecker anzuwählen. Oh, das war zu doof. Ich dachte, er würde jetzt den Megasprung ansetzen. Oh mein Gott. Meine Güte. Gut, aber wir haben ihn ja schon mal so ein bisschen Schaden zugefügt. Großes Problem ist halt nur, dass wir das Ganze öfters machen müssen und... Das können wir ja anscheinend nur hinbekommen mit Yoshi-Eiern. Ob das mit seinen Flammen geht, weiß ich gar nicht genau. Der Scheiger nervt auch ein bisschen. Na gut, okay. Auf ein neues, am besten jetzt mal nicht schon mal getroffen werden. Das wäre schon mal ein, ja, sehr schöner Start. Das ist echt zum Mäusemelken, Freunde. Natürlich, nochmal. Am besten nochmal, dann sind wir gleich tot. Und können es nochmal versuchen. Ich sehe schon, komm, wir müssen mal... Ja, wir müssen mal... den Kindermodus ausprobieren. Demnächst. So, her mit den... süßen kleinen Eierchen. Hua. Und weiter. Ich bin ja schon mit der Laune am Boden, ne? Wollte eigentlich eh schon verzichten, heute aufzunehmen. Weil die Hitze unerträglich ist eigentlich, aber natürlich tut man es dann doch. Allein schon aus Gründen,
Ja. Aus Gründen der zeitlichen... Ach, scheiße, ich gehe mich jetzt wieder töten. Ist mir zu doof. Dann sagt er mir gleich wieder, dass ich den entspannten Modus austesten soll. Wissen wir doch Bescheid. Ach ja. So. Ja, damit. Und jetzt mal einmal versuchen, hier gut durchzukommen. Es kann nicht so schwer sein. Ein bisschen mehr hier auf Timing achten. Uah, und auf die Flammen achten. Die wieder mal uns ankacken. Uah, und da geht schon wieder Hele weiter hier. Nein! Uah. So. Hoch hier. Dann gleich mal rüber dort. Dann haben wir es wieder. Okay, diesmal haben wir es einmal hier geschafft. Noch ein paar Herzen. Dann geht es uns besser. Und jetzt. Jetzt muss es doch klappen. So. Man kann ihn nur zu einem bestimmten Zeitpunkt mit den Eiern attackieren. Und ich versuche, diesen Zeitpunkt dann zu finden. Vielleicht jetzt nochmal? Jetzt geht's auch schon, okay. Immer wenn er so grau anläuft, dann kann man das versuchen. Jetzt zum Beispiel nicht. Jetzt, genau, jetzt will er seinen Mega-Angriff mit seinem Feuerspeier hier machen, aber das ist sehr oldschool. Sollte also uns keine Gefahr aussetzen. So. Okay, er springt. Megasprung. Boah, und weg. So, Treffer. Sehr gut. Nummer 2. Wenn man weiß, wie es geht, dann ist es, wie gesagt, immer sehr einfach. Man muss nur erstmal drauf kommen und dann ist man schon zweimal tot in der Regel. Wow, und jetzt wird es aber nochmal hier ein wenig fixer in seinem Intervall. Nicht schlecht. Okay. Dann auf ein neues. Na, Spalt drauf los. Huch, der fliegt noch ein bisschen. Wow. So, Treffer. Und das sollte es dann gewesen sein. So. Ende aus. Vorbei. Es wurde auch Zeit hier. Welt Nummer 2 haben wir erfolgreich abgeschlossen. Der Wurstel ist besiegt. Die haben wirklich richtig scheiß Namen. Die Bösse. Die Bosse-Bösse. So. Ich bin mal sehr gespannt, was Welt Nummer 3 wohl bereithalten wird. Na, wir werden mal sehen.